du überhaupt, wo das erlebt in dir her ist? Wow. König der Löwen? Ja. Das habe ich mir gerade auch so gedacht. Gesehen. What the fuck? Hab ich nie gesehen, König der Löwen, muss ich sagen. Du hast so viel im Leben verpasst. Ja. Warst du auch in Hamburg, Kevin? Nö. Ich meine jetzt, ja, aber ich meine jetzt aber das gesagt. Musical in Hamburg, nicht den Film. Habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt keine Motivation zu sehen, kann ich dir sagen. Ist jetzt nicht mehr in Hamburg. Ich mag keine Musicals und ich mag keine Musicals und ich mag keine Disney-Filme. Nein, Nico, das ist nicht mehr in Hamburg. Doch, das ist immer in Hamburg. Das ist da nicht mehr, das wurde aber weggenommen. Die Rock am Ring ist auch nicht gerade über Rock Ring. Aber dann gibt's das aber auch nicht, dann gibt das gar nicht mehr. Wenn es nicht in Hamburg gibt. Weil Rock am Ring ist auch nicht mehr. Alter, ein Maul, weil das ist ein Hamburg-Exklusiv-Musical, das hat sogar eine eigene Halle. Ich war da ja schon mal. Aber das wird nicht mehr in Hamburg aufgeführt. Da wird es aber nirgendwo mehr aufgeführt. Ja doch. Nee. Ich habe keine Ahnung wo. Und wenn, interessiert es mich auch nicht. König der Löwen, wo ist es denn? Nee, da habe ich keinen Bock drauf jetzt, Max. Arbeiten. Welterfolg in Hamburg. Ah. Hafen in Hamburg, den König der Löwen. Ich habe vorhin aber auch was von Köln gelesen, muss ich sagen. Also habt ihr vielleicht beide recht. Vielleicht ist es jetzt noch woanders. Hamburg und Köln. Aber es war zwischenzeitlich einmal kurz in Köln oder so, war das mir ja auch scheißegal. Ich werde es mir niemals angucken, also. Du Banause. Ich mag auch keine Musical. Ich bin vielleicht ein Stückchen gay, aber ich mag keine Musicals. Ich mag sie auch nicht, von daher. Ja, du bist ja auch nicht gay. It's okay to be gay. Let's rejoice with the boys in the gay. Hooray for the kind of man that you will find in the gay way. Sieg wieder, da war einfach nur zu geil. Nee, das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen beleidigend. Ja, ist es, aber es ist einfach so doof gemacht. Ja, klar. Viele finden es lustig, ich persönlich irgendwie gar nicht. Oder dieses Textstelle. Hey man, gay man, pick up the soul. Okay, die finde ich aber geil. Go on the knees and pray. Die Textstelle finde ich aber auch geil, weil, guck mal, in Popmusik geht es ja auch noch um Ballern. Ja. Ja, das heißt nicht umsonst Popmusik. So, Alter, als erstmal Mickey Mouse gemacht. Leute, die solche Musik machen, aber auch ein IQ, dass sie den Popschutz von ihrem Mikrofon mit dem Kondom verwechseln. Was Popschutz heißt. Ich sag mal, Pop ist die geilste Musik. Irgendwie nicht. Oder Techno. Oder so, also sowas Avicii DJ House, sowas. Nee. Auf Tasten kann ich auch rumdrücken. Ja, Leute, eben. Ja, das ich Problem ist einfach, genau die Leute, die jetzt gerade hier beim Forgetter mitmachen, also jetzt Max und Alex, die haben einfach keinen Allerweltgeschmack. Das ist einfach so. Man sollte ja auch kein Allerweltsgeschmack sein, man sollte ja am besten man selber sein. Ja, ja, das bin ich. Ich mach das, was halt die anderen mögen. Damit du nicht du selbst, sondern die anderen. Vielleicht kann ich selbst sein, auch wenn ich das mag, was die anderen mögen. Schon mal da, ne? Darüber nachgedacht, dass du auch deinen Horizont erweitern könntest und dir mal was anderes anhören könntest. Ich hör alles, ich höre fast alles an Musik. Ich höre sogar ab und zu mal klassische Musik, ja. Aber nur sowas wie. Musik höre ich aber auch ziemlich gerne. Nur sowas wie, ich mache eine klassische Version von irgendeiner Pop-Version oder so. Nö, ich hör mir ganz gerne auch so klassische Musik an. Das Einzige, was ich nicht abhaben kann, ist Metal. Und teilweise Rap. Metal ist ja eigentlich nur eine andere Interpretation der klassischen Musik. Also das Rhythmusgefühl und alles, der Doppelschlag ist alles ziemlich gleich. Staccato. Deine Mutter ist Staccato. So. Staccato ist ein ziemlich großes Stilmittel im Metal. Und eins der größten Stilmittel natürlich auch in der klassischen Musik. Staccato, Staccato,
sofort. Fast geschafft, geil. Ballon. Shalom. Danke dir. Genau. Oh, boah, ich weiß noch, als ich wir haben ein Mädchen in unserer Klasse, Grüße gehen übrigens nicht raus, muslimischen Glaubens ist. Und da bin ich mal, da habe ich deren Eltern mal gesehen. Also deren Eltern haben ja eine Dönerbude hier in der Nähe. Oh Mann. Und da sind wir mal hingegangen und sind dann da einmal reingegangen und haben dann alle ganz laut Shalom! Ernsthaft? Du Wichser. Das ist irgendwie nicht mehr lustig. Doch, der fand das lustig. Der Typ ist geil, der Vater von ihr. Der ist mega nett. Grüße gehen raus. Der gibt uns immer aus. Das ist mega nice. Wir müssen einfach nie bezahlen. Hä, wo ist das? Ja, nee, euch wird ja nicht ausgeben. Seid ja nicht in der Klasse von ihr. Ja, aber trotzdem, welche ist das? Das ist Avanti. Hier, Avanti. Kennst du Avanti Grill? Avanti. Ach so, und die ist das? Das ist ja da gegenüber von der Kirche, da aber in der Nähe von. Ja, ja. Wusste ich jetzt gar nicht. Der Typ ist mega nice, der Chef, ihr Vater. Grüße gehen raus. Ganz ehrlich, bei dem kann man wirklich mal sagen, Grüße gehen raus. Der Typ ist nämlich geil. Ich sag einfach mal... Kevin Schmidt einfach. Ich sag einfach also mal, bei KS. Nein. Ich sag einfach mal Mr. Avanti, Grüße gehen raus. Bei Kevin Schmidt war es, Grüße gehen raus an dich, du bist fett. Ah, ja. Hat er ja auch unter dem Video kommentiert und du bist hässlich. Aha. Grüße gehen übrigens nicht raus an KS, du bist fett. So. Was hat er kommentiert? Was, er hat dann geschrieben und du bist hässlich. Ja, stimmt ja auch. Vorrecht hat. Das kann echt noch lange dauern. Das kann echt noch lange dauern. Ich hab das Gefühl, die Aufnahmen hier sind irgendwie voll viel länger als die anderen. Ja, hast du deinen Timer auf 40 Minuten drin gestellt? Nein. Ich hab die ganze Mal auf 20, deswegen verstehe ich das nicht. Alle Folgen kommen mir heute irgendwie so lang vor, ich weiß auch nicht wieso. Weil wir über viel mehr Code reden. Da müsste es ja schneller gehen. Nee. Geld. Ich glaube, in der nächsten Aufnahme kriegen wir es endlich fertig. Ich hab heute kein Gras geraucht, deswegen. Ach so. Deswegen geht's und dauert zu lange. Ah. Sunshine Reggae. Fällt mir immer sofort ein, wenn ich an Gras denke. Buffalo Soldier. In the heart of America. Stolen from Africa. Brought to America. Oh, he was a Buffalo Soldier. Das ist ein Scheiß. Copyright-Mucke. Das mit der GEMA-Mucke hat doch noch funktioniert. Im Video. Das hat einer aus meiner Klasse die ganze Zeit im Trainingsraum mit dem Lehrer gesungen. Buffalo Soldier. Ja. Depp. Warum Depp? Ja, weil Depp. Die beiden sind auch Deppen. Damit bin ich jetzt für die Erde verantwortlich, oder was? Ich meine, wie viele Lehrer gibt es, die zu ihren Schülern bei... Alles klar, hier, bitteschön, ich gebe dir meine. Wie viele Lehrer gibt es, die bei ihren Schülern zum Vortrag, wenn der scheiße ist, schreien, halt die Fresse! Herr Pormann. Grüße gehen raus. Pass auf, der guckt die Videos. Echt jetzt? Ja, gut, halt. Er hat tatsächlich einen Livestream von mir angeguckt, zusammen mit... Sagen wir so, er hat nicht halt die Fresse gesagt, er hat den Schüler danach nur voll fertig gemacht, sodass er geheult hat. Ja, aber das war auch verdient. Das war auch verdient. Der Vortrag war scheiße, ich habe nichts verstanden und das Thema kam in der Arbeit dran. Ja, das ist bei uns aber auch so. Das ist... Aber in der Arbeit habe ich es dann doch verstanden, weil ich es mir hinterher noch mal im Internet angeguckt habe. Ja. Klar. Max, wie du was erzählt hast? Gina, darf ich das sagen? Darf ich das sagen? Ah, scheiß drauf, ich mach's einfach. Ja, immer wenn er frauenfeindliche Sachen sagt, fragt er erstmal die Mädchen. Soll ich das sagen? Soll ich das... Ach, scheiß drauf. Tja, mit Hängetin kommt man halt nicht weit. Oh! Gegeben. Mit Titten generell kommt man nicht weit. Zumindest nicht bei mir. Nein.
Meine Frau muss intellektuell anspruchsvoll, wertvoll, hochwertig sein, ja. Sie muss kochen können. Sie muss kochen können, ja. Ich mag einfach keine Titten. Fertig. Ich hab's gesagt, jetzt werde ich dafür wahrscheinlich gesteinigt. Aber ja, du hast ja sowieso schon mal dich, du hast dich sowieso vor ein paar Folgen schon geoutet, also insofern. Ja. Gay! Nee, ich bin nicht gay, ich mag Frauen, aber trotzdem. Ich mag keine Titten. Gay! Trotzdem gay. Doppelgay. Ja. dafür bist du doppelgay. Nein, da bist du aber dreifach gay. Nee. Das geht so alles nicht. Boah, Leute, ihr seid echt behindert. Haben wir den Timbermod noch drauf? Timber-Plugin, ja, ne? Dann kann ich mal eben die Body abholzen. Warte, lass mich nachgucken. Ach, das geht ja nur mit Axt, ne? Ja, nur mit Axt. Es geht nur mit Axt. Ja, es geht, okay. Perfekt. Es geht nur mit Axel Schwarz. Grüße gehen nicht raus. Hey. Es geht nur mit Alexander Axel Rose, Alter. Es geht nur mit Alexander Elsholz. Grüße gehen nicht raus an Axel Rose. Du hast einfach den Sänger von ACDC ersetzt. Du bist nur unser. Ich meine, die brauchen einen neuen Sänger, der Alte hat jetzt Hörschaden. Beziehungsweise, was heißt der Alte? Der Mittlere. Ich habe übrigens noch ein paar Stacks Kartoffeln, ne? Die könnte ich auch mal. Die einzige andere Band, die mir jetzt einfallen würde, die drei Sänger hatte, wäre Ghost. Papa Emeritus 1, Papa Emeritus 2 und Papa Emeritus 3. Die sind ja auch auf Rock im Revier. Ja, die sind auch auf Rock im Revier. Wird im Revier richtig rumgefuckt, oder was? Ja. Und draußen weht das All You Can Fuck Banner. Wer die Anspielung kennt, like. Was? Ich kenne die Anspielung ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Müsst ihr auch nicht kennen. An alle Zuschauer, die Anspielung gecheckt haben, kommentiert mal bitte. Ja, kommentiert mal bitte und erklärt dem armen Nico, woher die ist, falls ihr sie nicht kennt, was ich mal denke. Ja, dann, ja. Okay. Pech gehabt. Pech gehabt, lieber. Ich muss jetzt mal ehrlich gucken, wie lange die Folge schon geht, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, dass der Timer hier, was ist denn mit dem Timer? Ah, ich habe ihn tatsächlich vergessen. Ja. Die Folge geht schon über eine halbe Stunde. Echt, ja? Alles klar, dann machen wir gleich, können wir gleich 40 Minuten draus machen und dann schneide ich das einfach. Jo. Und dann hören wir am besten auf. Da habe ich keinen Bock mehr. Alles klar. Dann kann ich mir meinen Energy holen, den ich natürlich nicht am Anfang der Folge geholt habe, wie es sich eigentlich gehört. Da kann ich endlich was zu essen machen. Du auch? Schnitzel, Kartoffelsalat. Meine Eltern sind nicht da, ich mach mir jetzt was. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ich hab mein... Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ich hab mein Schnitzel tatsächlich gestern schon vorbereitet. Das heißt, ich muss heute nur noch 5 Minuten bei sehr hoher Temperatur braten und dann... Ja. Dann passt das. Dann passt das. Seht nur Kinder, es ist Bugs Bunny. Ist was, Doc? Alles klar. Jetzt ist das Niveau endgültig weg. Jetzt ist das Niveau endlich mal bei Kindergarten und nicht bei Grundschule. Nicht bei Buff. Ach Nico. So. Was? So. Ja. Alles klar. Miau, miau, miau. Moment mal, da schiebt mich ein Zombie weg. Ich merk's gar nicht. Ach, das ist Max, der mich die ganze Zeit hinterher buddelt. Ja. Ja, wer denn sonst? Nico macht da hinten irgendwas. Du baust ja ab und ich buddel hinterher. Ah. So geht's auch viel schneller. Ja. Teamwork halt, du und Sohn. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Seid ihr bereit? Teamarbeit.
Ja, du hältst die Fresse, ich mach Teamwork, fertig. So ist es immer in der Schule immer, weil ich mit inkompetenten Menschen immer die Teamwork machen muss. Warum suchst du nicht einfach einen kompetenten Menschen aus? Entweder werden wir so zusammengesteckt, dass man neben dem, mit dem halt machen muss, neben dem man sitzt. Ich sitze entweder neben Niklas oder Niklas. Ist halt immer scheiße, wenn man dann am Ende alles selber machen muss. Oder ja, wenn ich mir das aussuche, dann arbeite ich halt mit Kevin zusammen. Der macht zwar was fürs Team, aber er ist nicht scheiße. Gut. Ja, er ist scheiße. Richtig. Nein, er ist nicht scheiße. Er macht gute Arbeit fürs Team. Beziehungsweise, wann habe ich zuletzt Teamwork mit ihm gemacht? In Kunst. Doch, in Kunst hat er gut gearbeitet. Er hat im Kunstvertrag die ganze PowerPoint alleine gemacht. Kevin, ich habe nur die Informationen rausgesucht. Kevin kann PowerPoints? Ja, Kevin kann PowerPoints. Der hat Informatik bei Herrn Pormann. Das ist das Hauptvoraussetzung. Ach scheiße, wir tragen morgen auch eine vor. Informatik. Echt jetzt? Ja. Hast du schon was gemacht? Ja, wir sind schon fertig. Wir machen über Sensoren. Aber trotzdem, ich habe nichts verstanden. Du musst das jetzt irgendwie den anderen Leuten erklären. Was für Sensoren? Ja, wir sollten uns irgendeinen rausholen. Wir haben jetzt einen Bewegungssensor genommen. Wie man den über einen Raspberry Pi anspricht und anschließt und was die ganzen Sachen da bedeuten, die ganzen Commands. Hä, das hat Herr Pormann mal gesagt, soll ich einfach mal machen. Also, bevor wir überhaupt irgendwas von den Pis wussten, hat er gesagt, magst du eigentlich auch so ein bisschen so elektronisch was zu bauen? Habe ich so gesagt, ja. Ja, dann schaff dir mal einen Raspberry Pi an, mach mal irgendwas mit Bewegungssensor und dachte ich mir, alles klar. Okay. Hab ich nie gemacht, hat er auch vergessen. So kennt man ihn. Ja, haben wir halt einfach beide vergessen. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Max und Herr Pormann, ein Herz und eine Seele. Er nennt mich Maxe. Maxe? Maxe. Warum Maxe? Keine Ahnung. Herr Koltitz nennt mich immer Salle. Salle. Ah. Der hat mich erstmal wegen meinem Namen gemobbt, wegen meinem Login-Namen, weil man hat ja immer die vier Buchstaben des Nachnamens und vier... Max. Nein, Moel Maxi. Moel Maxi. Und er erstmal so, ja, mit dem Namen würde ich mich nicht einloggen wollen. Meine reimt sie wenigstens, also so ein unreimer Reim halt. So ein unreimender Reim, ja, leck mich am Arsch. Wie heißt denn das? Unrein? Doch, der ist unreiner Reim. Unreiner Reim. Ja. Nicht unreimer Reim. Unrein. Ja, unreiner Reim, genau. So, Reinheit. Rein. Rein. Ich bin rein, du bist rein, alle sind rein. Bei A Punkt. Ich glaube, dafür muss ich mich entschuldigen, ich mag A Punkt. Wie das machst, störe ich euch. Ach, diese Schlampe. Obwohl sie saugeil. Ich wollte nur wissen, was ihr so treibt. Die Steam-Bibliothek von der M. von A. die deckt sich ja tatsächlich fast komplett mit meiner. Alter. Von den Spielen her. Das finde ich genial. Die zockt einfach genau dasselbe wie ich. Also, und die ist ja auch vom Aussehen her nicht schlecht. Also mit M meint der natürlich Muschi. Die ist vom Aussehen her nicht schlecht, zockt das gleiche wie ich und fragt, ich wollte euch nicht stören. Ne, was hat sie gesagt? Stör ich euch? Stör ich euch, ich wollte ein bisschen was ist. Nee, kann so ruhig da stehen bleiben. Oder mitmachen. Ja, mitmachen, da hätte ich ehrlich gesagt nicht mal was dagegen gehabt. Ich meine, was? So, ich glaube, jetzt können wir hier gleich mal, ich glaube, ihr macht noch die Reihe, macht mal noch die Reihe fertig und dann kommen wir weg. Nein! Mach mal doch mal das fertig, Nico, und dann können wir... So, ich habe noch einen Stack Dirt. Ja, mach mal die Reihe da fertig, so, Kevin ist jetzt fertig mit der Reihe, dann können wir jetzt hier gleich beenden. Ich mache immer eine Reihe auch noch fertig. Können wir jetzt beenden. Ja, was heißt, wir müssen, dass das hier noch so zu so einem Viereck wird, sag ich mal. Also das war hier noch und dann macht er da hinten noch. Nicht, ja genau, so und jetzt da noch, da, hier. Aua! Ja genau, hier noch die Reihe zu Ende. Max, dann hast du es geschafft. Oh, muss ich das jetzt machen? Kevin macht die Reihe auch noch zu Ende, genau, perfekt. Jetzt noch die Erde dahin. Freunde, im nächsten Part bleibt uns nur noch das hier zu tun. Es ist ja überhaupt nicht mehr viel und dann...
sehen wir uns wieder bei Minecraft Together mit den dreien. Und Alex ist dann auch wieder dabei. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss, Simmel.